herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Unserem nickel-nagel-neuen Dodge Ram. Ne, Rebel ist das, glaube ich. Warte, ich muss mal gerade mal gucken. Dodge Ram Rebel. 4x4. Hammergeil, ich saß noch nie drin. Erste Mal, dass ich drin sitze. Anlage ist gut. Fahrverhalten sieht auch gut aus. Ich muss jetzt zum Hare hoch an sein Wald. Und da mal die Forstkontrolle noch machen. Weil das habe ich bisher vernachlässigt. Oh, der geht ab, hey. Wenn der mal auf Touren ist, der Rebel, dann geht er. Oh, der wollte mir noch die Dinge, die Setzlinge, glaube ich. Habe ich nämlich vor Ewigkeiten, habe ich, glaube 100 Setzlinge bei ihm gekauft. Da muss ich mal gucken, was ich damit machen soll. Vielleicht verkaufe ich die in die Stadt. So, dann gucken wir mal. Ja, sieht schon gut aus da drin. Okay, dann gucken wir mal, okay. Ja. Ja, der passt. Passt. Bin mal gespannt, ob er vielleicht hier ein bisschen beschissen hat und die Markierung selber gesetzt hat. Oder ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist, aber ich denke schon. Ich muss dem das Geld noch überweisen. Ey. Darf ich nicht vergessen, sonst wird er sauer. Aber es sieht alles gut aus. Hat er gut gearbeitet. Der Boden ist nicht so sehr beschädigt. Ja, es sind keine tiefen Spuren drin. Sieht wirklich alles gut aus. Und das wäre vielleicht ein Kandidat, der zukünftig den Förster machen könnte. Passt alles. Wirklich. War gut gemacht. Dum, dum, dum. Muss man echt sagen. Hat er gut gemacht, der Harry. Muss ich ihn nachher gleich mal loben. Forstkontrolle ist wichtig. Muss ich mal gucken, ob alles gut ist. Ich sag ihm noch, dass er die Baumstümpfe entfernen soll. Der soll das ruhig machen. Laufe ich gerade noch mal durch. Da sieht man manchmal noch ein bisschen was genaueres. Aber es sieht wirklich gut aus. Also man sieht auch mal wieder den Himmel ein bisschen. Ja, es ist wirklich deutlich lichter geworden. Ja, alles supi. Dann rufe ich den gerade mal an. Nee, der und seine Mailbox. Da kratze ich irgendwann ab, ey. Nanu, was ist da jetzt los? Hallo? Hallo?
Hi. Ja? Ich war gerade an einem Waldstück. Ja? Also, ich hätte jetzt fast gesagt, du bist der perfekte Kandidat für den nächsten hier Förster. Hast du richtig gut geschafft. Echt? Boah, muss echt sagen, wenig Spuren drin, immer tief abgesägt. Also am besten sehr waldschonend. Sehr gut. Okay. Die Markierung habe ich entfernt. Ja. Also soweit alles tutti. Jo. Kannst dich ja dann als Förster bewerben, wenn du Bock hast. Jo, mach ich. Gut, Ciao. bis dann, tschüss. So, gut, dann habe ich das erledigt. Geld muss ich dem noch überweisen. Harry Hof. 421.000 hat er. Stolze Summe. Was habe ich gesagt? 25.000. 25.000 ist okay. Das sind mehr oder weniger. Wir hatten am Anfang 50% ausgemacht. Jetzt kriegt er nur 25%, ja. Also von dem her kein Ding für einen King. So, jetzt bin ich nur mal am Überlegen. Ich kann mal in die Unterlagen reingucken. Ah, da kommt der Harry. Kann man in meine Geschäftsbücher reingucken, was wir hier alles an Equipment haben, weil alles brauchen wir gar nicht mehr. Oh, da ist noch einer. Alles brauchen wir gar nicht mehr. Ich brauche die Poldergabel zum Beispiel nicht mehr. Die Bio-Bells könnte ich verkaufen. Die Typhoon. Den Timberrunner. Könnte ich ja auch verkaufen. Da schreibe ich doch gerade mal in die Anzeige rein. Diese Geschichte mal endlich ab. Jetzt gehe ich gerade mal zum Harry und gucke noch mal bei dem, beim Harry, zum Hans-Peter in Laden. Da habe ich noch irgendwas zu tun? Ich glaube nicht. Doch, ich fahr mal bei den Ding vorbei, beim LU. Mal gucken, was die mit meinem Feld angestellt haben. Mal gucken, mal gucken. Oh, die haben noch gar nicht offen eigentlich, gell? Hat er den Knall nicht gehört? Ey, der sticht hier raus. Ich hab Vorfahrt. Verdammte Axt. Hätte der mir mein Auto zusammengefahren, ey. Hätte aber was hören können. Oder? Ne, der hat nicht. Ich muss sogar. Doch, ich habe Vorfahrt. Also kann er sagen, was er will. Scheiße. Hallo? Hallo? Ah, da ist jemand. Hallo? Hallo? Wer sind Sie denn? Bin der neue Mitarbeiter. Oh, eine sehr schöne Mütze haben Sie auf. Dankeschön. Hallo, wie heißen Sie denn? Ich bin der Herr Meier. Na, Herr Meier. Sie sind aber nicht der Cousin von Herrn Müller. Nee, der wünsche ich nicht. Ah, okay. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Bin der Herr Volker Varuna. Mir gehören die zwei Felder nebenan. Ja, das weiß ich. Ah, sehr gut. Wie schaut es denn da aus? Also, mein Kollege Herr Neumann, der macht gerade das Unkraut weg.
Und ja. Also, alles im Gange. Ja, ist schon schön gewachsen. Ja. Okay. Gut, dann passt's ja. Jo, bitteschön. Danke, Ja. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, alles gut. Okay, gut, vielen Dank. Bis dann. Okay, bitte. Tschüss. Tschüss. So. Kann man den Funk anmachen? Hallo? Volker? Ja. Ach, du bist in deinem Laden. Ich sehe gerade, da drüben bewegt sich was. Ich komme mal gerade rüber. Jo. Du! Hey! Ja? Ich habe in der Gruppe die ganze Zeit gelesen, dass... Ja, mach mal langsam hier. Dass der Harry wollte, dass du ihn anrufst. Ja, ist schon passiert. Ach so. Okay. Gut. Na dann. Der hat so nicht mehr alle, ne? Der Harry. Warum? Mit dem, dass ich keine Augen im Kopf habe, ey. Ja, irgendwie, weil er dachte, dass du ihn nicht zurückgerufen hast. Ja, ja. Wenn okay. Dann keine Ohren oder so. Aber ich fahr gleich mal vorbei. Ich hab den da gerade eben schon mal gesagt am Funk. Ich fahr jetzt gleich mal vorbei mit dem Polizeiwagen und dann bring ich mal ein Knöllchen vorbei. Du hab mich übrigens informiert über deinen Hund, gell? Ja. Weißt du inzwischen, was das für einer ist? Tutzi, Tutzi, komm mal her, ich gebe dir Futter. So kann ich auch nicht. Weißt du inzwischen, was das für einer ist? Mischling. Na. Nicht? Ein Bernhard Senne, ich hatte recht. Ein Bernhard Senne ist es. Ja? Ja. Ein sehr familiärer Hund. Ja, der ist süß. Kleiner, aber der passt doch gut auf, muss ich echt sagen. Ja, dann ist er perfekt. Dem letzten war der Jonas hier auf dem Gelände, obwohl die Tore zu waren, ne? Da ist der Hund dem hinterher geschossen, das hättest du sehen müssen, ey. Der Jonas ist nur über den Zaun gesprungen, du. Hey. Irgendwie also, den Ballmager nicht so, ha? Nee, war gar nicht so. Okay. Naja, gut. Bis die Tage mal. Ich bin übrigens kein Förster mehr jetzt, offiziell. Jo. Ich habe meinen letzten Forstauftrag abgeschlossen. Tschüss. Du, Volker. Ja. Frag doch mal den Hans, wenn der wieder da ist. Die haben doch hinten die Messe gehabt. Du musst ja jetzt mit Sicherheit in die Landwirtschaft einsteigen. Ja, ja. Ach, ob die ein bisschen was günstiger haben? Die haben doch hinten die Landwirtschaftsmaschinen hier gehabt. Vielleicht können die dir das günstige anbieten. Stimmt, das wäre eine Idee. Ja, ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal weiter vom LU bewirtschaften lassen. Da haben wir ja den Deal, dass ich nichts dafür bezahle, dass die bewirtschaften. Mhm. Aber sie haben das Vorkaufsrecht. Eigentlich ist es voll der gute Deal. Ich bin gerade schon am Überlegen, ob ich mir noch ein Feld kaufe. Ich muss gleich mal mit dem Bürgermeister schwätzen. Mhm. Mach das. Alter, das ist ein guter Deal. Ich zahle nichts für. Die machen meine Arbeit und ich bezahle nichts dafür. Das ist perfekt. Guck doch mal die 66, da ist Weizen drauf und die ist Ernte reif. 66. Direkt bei deinen Feldern da. Mhm. Mhm. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Aber gut. 54. Ich ruf den Jonas mal an, ne? Ja, gut, mach das. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Warte mal, der soll mir danach mich anrufen. Okay, sag schon Bescheid. Ciao. So. Wenn die schnell genug sind. So, das ist eine gute Idee. Aber hier, wenn ich da gegenüber gucke, da ist auch schon wieder ein Feld anreif. Mhm. Kann man Bodenkontrolle machen hier? Mhm. Sieht eigentlich nämlich ganz gut aus. Ich rufe mal gerade den Neumann an. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Wie schaut es denn aus mit dem Feld? Mit den zwei, also Sie wollen gerade... Einfach mal Status.
Genau, also sie wurden beide einmal ge... Nee, das... Einer wurde zweimal gedüngt. Ah. Und der andere nur einmal. Okay, aber beide, sie noch... beide wurden gespritzt. Ja. Und das eine hatten wir doch gestriegelt. Und halb. Hm. Ja, und halt den Rest Pflanzenschutz. Warum sieht denn das so komisch aus? Was? Ja, das Feld. Sieht irgendwie komisch aus. Ich komme gleich mal zu Ihnen. Ich bin gerade auf dem Nachbarfeld. Ja, warte, ich komme auch gerade. Ich gucke mir gerade beide mal an. Ich muss mal ein bisschen Qualitätskontrolle machen. Deshalb, LU macht immer den besten Standard. Okay, das hört sich schon mal sehr gut an. Hier ist noch ein Feldreif. Was ist denn hier los? Oh, okay, ich weiß nicht. Jo. Brauchst du zur Zeit in den B-Trag? Nee, eigentlich wollte ich den vorhin schon da lassen, aber du hast gesagt, nee, brauchst du nicht. Herr ja, Neumann, machen Sie mal Ihren Funk leiser. Ich höre hier die ganze Zeit Stimmen. Tauschen, weil... Ja, Moment. So, ja, so. Ey, dieser also, Funk, den... Da wird's mich aus dem Traktor pfeffern, aber... Okay, gut, ich leg mal auf. Ja. Okay. So. Gut, ich weiß nicht, woran es liegt. So, wissen Sie, wenn ich auf das GPS-Bild gucke, sieht es sehr komisch aus. Das mit der Düngestufe, ne? Ja, beides. Das sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Sieht's bei mir auch? Sieht nur das eine, die 67 sieht ein bisschen komisch aus. Bei mir sieht die 69 ganz gut aus. Also off-topic, bei der 69 ist bei mir lauter Striche drin im Feld, als wären wir einfach so drüber gefahren. Nee. Doch, so sieht's bei mir aus. Warte, ist Dünger an? Nee. Was anders sage ich nicht. Ich sage nur, dass es komisch aussieht. Und die 67 hat auch lauter Striemen. Ja, das ist aber die Düngerstufe. Ja, aber dann sind ja beide erst in der ersten. Halb-halb, ja. Muss ich gleich mal machen. Okay. Gut, aber nicht mehr heute, denn heute sind wir durch. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Geh mal ein bisschen auf die Seite, bitte. Danke. So, brauchen wir noch immer Screenshots. Screenshots, Screenshots, oder Screenshots. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut auch gerne beim Blackbeast86 aka Harry Hofer vorbei. Und beim Jürgen Rasek, Dark Rasek YouTube. Schaut gerne heute Abend auch um 19 Uhr rein. Da kommt die nächste Folge Hofbergmann. Jo. Herr Neumann, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Also eine schöne Real-Life-Woche. Schönen Feierabend. Ihnen auch. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Hau rein, mach's gut. Ciao. Tschüss.